Hallo, hier ist die Anja von stempeletis.de. Ich habe gerade mein Paket bekommen mit der Vorbestellung aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog 2018 und das möchte ich jetzt mit dir zusammen auspacken. Ich habe nur schon mal hier das Paket aufgeschnitten und das Füllmaterial entfernt und jetzt gucken wir mal zusammen rein, was da Schönes drin ist. Aha, im Karton ist ein Karton. Was ist da drin? Da ist Weihnachtstraditionen Stanzbox. Ah ja, das ist die schöne rote Dose, die ich bestellt habe. Muss mal aufmachen. Und das hier weg und dann siehst du schon, oh, die ist wirklich super schön. Schöne große Dose mit einem silbernen Weihnachtsmotiv. Und was wird in der Dose drin sein? Nochmal Schaumstoff, damit nichts kaputt geht. Und ja, ein Stempelblock, zwei kleine Stampin' Spots, das ist Kleegrün und Glutrot. Eine ganz schöne neue Stanze, die ich hier irgendwie rauskriegen muss. Wo ist sie? Pack sie gleich mal aus. Ja, das ist die neue Stanze aus dem Winterkatalog. Und da gibt es ein super schönes Stempelset dazu mit Weihnachtsmotiven. Da haben wir Klingglöckchen. Hier ist Freude im Advent. Bald ist heilige Nacht. Weihnacht, fröhliche Weihnacht überall. Wir wünschen ein frohes Fest und es weihnachtet sehr. Sehr schöne Motive, die man passend ausstanzen kann und damit Anhänger machen oder solche Sachen. So, und dann mache ich die Dose erstmal wieder zu und wir gucken, was noch in dem Paket ist. Ein Stempelset. Da gehört noch was anderes dazu, was ganz Wichtiges, nämlich hier diese neue Stanzform für kleine Boxen, Takeout-Boxen. Und zwar wirklich klein. Die sind so 5 auf 5 Zentimeter und haben dann, ach, hier ist auch noch was, und haben dann diese Takeout-Box-Form. Also die sind unten schmaler als oben und hier sehe ich schon einen Verschluss. Das muss man dann wohl zweimal ausstanz zusammenkleben. So ähnlich wie bei der Curvy Keepsake-Box und anderen Sachen, die wir da schon hatten. Das habe ich im Katalog gesehen und war sofort begeistert und werde auch ganz bald meine erste Verpackung damit machen und das mal ausprobieren. So, was haben wir hier noch? Ah, das ist das Produktpaket Weihnachtswerkstatt. Das ist einmal hier dieses Stempelset mit kleinen Weihnachtswichteln. Hier ist der Nikolaus und da ist auch noch die Nikolausfrau. Hier sind Wegweiser schneebedeckt und ein paar schöne Sprüche. Und hier noch ein kleines Wägelchen. Dazu gibt es auch wieder Stanzformen. Die packe ich natürlich auch aus, dass wir mal genau gucken können. Und tada! Alle Motive können ausgestanzt werden. Und außerdem gibt es noch hier diese Schneeflocken. Das ist für Pakete, glaube ich. Und wenn dieses Motiv hier, da steht drauf offizielles Siegel der Weihnachtswerkstatt. Das ist auch ganz lustig. Ja, gut. Auch das wird bald ausprobiert. Dann gibt es noch etwas, was zu dem Paket dazugehört. Da muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich es aufkriege. Jetzt geht's. Ah, Erinnerungen und mehr Kartensortiment. Da weißt du bestimmt, dass ich da nie widerstehen kann. Und auch diese Packung habe ich mir wieder geholt. Da sind nämlich jetzt auch. Oje, das geht aber schwer raus. Das ist ganz schön voll. Na, jetzt haben wir es. Oh, schön. Da sind auch wieder Karten
für Project Life oder Erinnerung und mehr, wie es bei Stampin' Up heißt, oder um Kartenvorderseiten zu gestalten. Ich brauche nochmal meinen Piekser. Ist aber auch immer gut verpackt hier. So, jetzt kommen sie raus. Zack, ich lasse den Piekser gleich mal da. Also immer zweimal ein Motiv. Naja gut, da kann man was in die Mitte anders reinmachen. Der ist auch sehr schön auf seinem Sessel sitzend. Rückseite. Ja, grün-rot ist dieses Jahr im Katalog die Kombination. Gibt, glaube ich, fast nichts anderes. Sehr schön. Also die finde ich sehr niedlich. Hier sind die Wichtel mit Paketen unterwegs. Da kann man seinen Wunschzettel schreiben. Tannenbäumchen. Hier ist nochmal das Siegel vom Nordpol. Belief und ein paar Schleifen. Und dann sind auch wieder Aufkleber. Hier für einen Adventskalender. Das ist sogar für einen December Daily. Wahrscheinlich geht bis zum 28. Ja. Ah, hier sind die restlichen. Und noch ein paar schöne Motive. Und die hier sind sogar glänzend. Hier schöne Zuckerstangen, Nikolausmützen und die Schneeflocken. Und das hier nochmal ein Bogen. Und das sind hier die besonderen Karten. Da ist auch ganz viel Glitzer drauf. Hier auch wieder der Schnee, der glitzert. Die sind dann aber auf der Rückseite nicht bedruckt. Die wird man ja auch nie so umverwenden. Hier ist das auch sehr glänzend. Das ist wunderschön. Und da nochmal Punkte. Und der auch noch. Ah, super. Also da freue ich mich auch schon drauf, dass ich die verarbeiten kann. Und da sind ja sogar noch mehr drin. Da sind ja noch kleine Kärtchen, oder? Ja, das waren zwei Packungen. Kleine Karten. Ah, kommt raus. Hoppala. Ich bin so ungeduldig. Ich kann es nicht abwarten. Jetzt habe ich sie. Also, wo ist der Piekser hingekommen? Da ist er. Einmal. So. Okay, da sind andere Motive auf den kleinen Karten. Ganz viel Schnee. Holly Jolly. Der spielt mit der Eisenbahn. Päckchen. Zum Beschriften. Da haben wir Joy. Ja, ganz toll. Die Karten kann man sich auch immer, sobald der Katalog offiziell auch für Kunden bestellbar ist, auf der Online-Seite anschauen, im Online-Shop. Da sind dann alle Karten nochmal abgebildet mit Vorder- und Rückseiten. Also, wenn das jetzt hier zu schnell geht oder vielleicht auch zu langsam, weil es dich gar nicht interessiert, jedenfalls wird das im Online-Shop nochmal verfügbar sein. So, ich mache aber jetzt trotzdem nochmal die dritte Packung und die letzte Packung auf. Einfach zur Vollständigkeit, dass wir uns alle Karten mal angeguckt haben. Hier ist Santa's Little Helper. Ein Legweiser, ganz viel Ho-Ho. Schneeflocken und Falala. Da haben wir das Winterwunderland. Und ein paar Zuckerstangen. Die Glühbirnen sind auch ein ganz wichtiges Thema dieses Jahr. Für Lichterketten. Schöne Sterne. Also Joy of Giving. Ja, wunderbar. Nochmal ein Weihnachtswichtel. Damit kann man schön basteln. Aha. Ja, das ist auch ein schönes Motiv, oder? Gut, dann sind wir mit den Karten durch. Hier sind die neuen Kataloge. Die werde ich dann auch gleich auspacken und dann bekommen meine Kunden einen zugeschickt und können selber blättern. Da habe ich mir gleich mal zwei Packungen bestellt und einen bekomme ich sowieso immer zur neuen Bestellung dazu. Dann
das gehört auch noch zur Weihnachtswerkstatt. Das ist Kordel in Gartengrün. Ja, genau. Also schön mit Weiß verdreht. Und hier ist ein ganz tolles Band. Das muss ich unbedingt mal auswickeln. Folie weg. Und jetzt ist das ein Traum. Guckt ihr das mal an. Schwarzes Band mit ganz viel Glitzer. Das finde ich super. Das hat mir noch gefehlt in meiner Bändersammlung. Und ich habe tatsächlich viele Bänder. Das ist super schön. Ja, also da sind 9,1 Meter drauf. Ich denke mal, das reicht eine Weile, aber wird wahrscheinlich nicht die einzige Rolle sein, die ich dieses Jahr brauche. So, was haben wir jetzt noch? Papier. Und zwar ist das hier das schwarze Folienpapier. So. Und dann kannst du sehen, oh, glänzend schwarz. Ja, zwei Bögen drin in der Packung und da kann man ganz toll ausstanzen. Mhm. Und hier ist nochmal schwarz. Das steht aber gerade fest. Ich hatte noch was anderes bestellt. Das ist gar nicht alles dabei. Ich glaube, ich muss dann nochmal in meinen Lieferschein gucken. Aber mehr ist nicht drin. Also mehr kann ich dir auch nicht zeigen. Wenn noch meine Nachlieferung kommt, dann wirst du es auf jeden Fall sehen. Entweder mache ich dann noch ein zweites Video oder du siehst es dann auf meinem Blog, wo ich dann sowieso nach und nach alle Produkte vorstelle und zeige. Danke fürs Zugucken und du darfst gespannt sein auf den neuen Katalog. Tschüss, mach's gut!